Was ein Boss-Move von Dennis Naki. Ich meine, man kann ja über Özil diskutieren, wie man will. In Teilen, denke ich, hat er eine ganz schöne Welle des Rassismus hier auch in Deutschland erlebt. Ob das jetzt vom DFB war oder von Grindel, lasse ich jetzt mal einfach offen, weil ich denke, so heftig war es vielleicht nicht. Aber geil, Dennis Naki sagt, Özil, wenn du dich schon über Rassismus beschwerst, dann doch auch bitte in der Türkei. Allein dafür Daumen hoch, Dennis Naki. Das fand ich einfach sensationell. Denn wenn man sich schon aufregt über Rassismus, dann auch konsequent. Und dann, Özil, ruf doch mal Erdogan an und sag ihm, wie du denn die Sachen findest, dass da einfach Leute verhaftet werden und auch die Kurden nicht gerade immer menschenwürdig behandelt werden. Also Dennis Naki, Daumen hoch, geile Aktion,